Oh, das hier ist noch nie passiert. Ich wusste gar nicht, dass das im Spiel ist. Ich habe gerade ganz normal 3D-Mark laufen lassen. Und dann habe ich einen Bluescreen gekriegt. Da draußen ist gerade ein Typ aus dem Auto ausgestiegen. Der sieht aus wie ein Kollege. Es ist ganz sicher nicht Kollege, also glaube ich. Aber die Ähnlichkeit ist unheimlich. Wow. Hey Freunde, mein Name ist Stefan und willkommen zurück zu PC Building Simulator, dem nachweislich nerdigsten Spiel auf diesem Kanal. Ich habe keine weitere Zeit zu verlieren, denn hier bei der Stefan Company stehen wir für den schnellstmöglichen Service. Deswegen muss ich jetzt so schnell wie möglich weitere Aufträge übernehmen. Vielen Dank. Ich weiß, es gab einen, der wusste nicht mal, was mit seinem Rechner falsch ist und ich soll das diagnostizieren. Das wird also lustig. Ist das der hier? Genau, das ist der hier. Diagnostizieren und dann beheben. Okay, er kommt nicht weiter als bis zum BIOS-Screen. Das heißt eigentlich, dass das wichtigste Zeug irgendwie intakt sein muss, weil ansonsten würde er, glaube ich, nicht mal ein BIOS-Screen kriegen, beziehungsweise nicht mal ein Videosignal. Vielleicht ist es also die Festplatte, ist mein Tipp. Okay. Okay. Ich verstehe durchaus, wie das gemeint ist, Spiel. Vielen Dank. Dann der hier will einfach nur eine neue Grafikkarte. Ich finde das so gut. Der Typ schreibt mir eine Mail, ja. Upgrade meine Grafikkarte und schreibt aber nicht rein, was für eine er jetzt hat. Mach sowas nicht, okay? Wenn du jemals irgendwo deinen Rechner hinschicken musst, dann teil den Leuten ganz genau mit, was drin ist, weil das ist. Ach Gott, das ist so unnötig. Und die hier wollen 8000 GB Storage. Komm, das nehme ich auch mal an. Weil es sind 8 Terabyte, sind nicht wirklich viel. Wobei ich glaube, bis jetzt kann ich nur 500 GB Platten kaufen. In Wirklichkeit gibt es ja schon 2, 3, 4 Terabyte Platten. Aber nein, ich bin hier limitiert auf 500 GB. Es sei denn, ich habe irgendwas freigeschaltet, von dem ich nichts weiß. Okay, ich nehme die drei mal an. Dann fahren wir heim, kümmern uns um die Familie, weil es ist nicht leicht, Job und Privatleben zu balancen. Und dann, und hier muss ich 500 Rent zahlen. Das sollte easy drin sein. Ich habe 1300. Dann mache ich mal das allererste, die Diagnose. Das klingt auch halbwegs interessant. Das ist was Neues. Das hatte ich bis jetzt noch nie. Ich musste noch nie checken, was mit dem Rechner nicht stimmt. Okay, einfach mal Strom an und gucken, was passiert. Und dann sagt das BIOS mir vielleicht, was nicht stimmt. Okay, wenn nichts passiert, könnte es auch das Netzteil sein. Das ist richtig, aber er hat mir schon gesagt, dass er bis zum BIOS-Screen kommt. Also kann es nicht das Netzteil sein. Okay. Wenn das nicht funktioniert, muss ich einfach alles ausbauen, bis ich was Kaputtes finde. Okay, ich drücke P und gucke, was passiert. Was sagt mir das BIOS? Ich hab schon, spuck irgendwas aus. No CPU found. Würde er dann überhaupt anlaufen? Ich glaube nicht. Ich glaube, man wird einfach nur so einen Piepscode kriegen, weil die haben ja in diesen Lautsprecher innen drin, der piepsen kann. Und ein Piepser ist normalerweise alles gut. Und dann gibt es ja diese Codes, die dann quasi aus Piepsern bestehen, wo dann gesagt wird, dass die CPU nicht funktioniert. Ich glaube, der würde nicht mal. Du wirst nicht mal ein Videosignal kriegen. Ich hatte bis jetzt noch nie einen Rechner, der wirklich nicht angelaufen ist. Aber ich glaube nicht, dass du ein Videosignal kriegen würdest, wenn der Prozessor nicht geht. Okay, das heißt, es muss irgendwas mit der CPU im Argen sein. Also, man kann nicht das Ding weg und dann ein Ryzen 5 1500X. Okay, ist das Ding broken? Was sagt meine Übersicht? Ja, wir haben einen kaputten Ryzen 5 1500X. Der hier will eine neue Grafikkarte. Genau, jetzt muss ich gucken, was es für eine ist. Weil er das ja nicht reinschreiben kann. Und dann 4 Schrauben, um ein Seitenpanel festzumachen, das ist übertrieben. Und dann gucken, was die nächstbessere Stufe ist. Was ist denn das für eine? Eine GTX 69 Gaming. Ah ja, das heißt, wir kaufen in dem Fall eine 79. Wir haben eventuell ein Problem. Das hier ist der Rechner mit dem Festplatten-Upgrade. Der hat aber nur 1, 2, 3, 4, 5 Slots für Festplatten. Das heißt, ich brauche jeweils Festplatten, die circa 2 Terabyte sind, sonst passt das da nicht rein. Bisher sind nur 500 Gig drin. Ich meine, ich habe noch eine 500 Gig Platte, aber trotzdem, das sind dann nur 1,5. Das ist. Kann ich das überhaupt kaufen? Oder ist das. Ist der Auftrag aktuell nicht machbar? Storage, 500 Gig. 2 Terabyte, doch, jetzt. Das sind die neuen Seagate-Dinger, die ich freigeschaltet habe. 2 Terabyte. 3 Terabyte, 4 Terabyte. Ich frage jetzt, was ist günstiger? Die hier sind 2 Terabyte. Nee, weil 2x 2 Terabyte würde hier 140 kosten. Und einmal 4 kostet aber 130. Das ist eine Ersparnis von 10. Deswegen komme ich, mach mal. Weil kann ich das. Nee, ich könnte jetzt irgendwie so, weil ich habe ja noch eine 500 Gig Platte. Ich könnte jetzt irgendwie so eine wilde Zusammenstellung machen, dass das dann irgendwie passt.
Aber ich habe jetzt keine Lust zu rechnen. Deswegen bestelle ich einfach 2x 4 Terabyte. Und dann ist es gut. 745. Aua. Und dann Lieferung am nächsten Tag. Tada! Ich liebe es, wie egal es dem Spiel ist, ob auf den Festplatten irgendwelche Daten drauf sind. Weil das ist der Rechner mit dem Festplatten-Upgrade. Ich habe die beiden alten Platten ausgebaut. Jetzt habe ich drei Festplatten im Inventar, die ich entweder verkaufen kann oder halt aufbewahren kann für irgendwas Späteres. Und habe einfach die 2x4 TB hier reingesteckt und das zählt jetzt als erfüllt. Wobei in echt wäre es ja nicht erfüllt, weil der Rechner hat jetzt kein Betriebssystem mehr. Das ist ja auf der alten Platte, die ich raus. Ich liebe es. Man merkt einfach, das Spiel ist noch nicht ganz fertig. Und man kann das ein bisschen ausnutzen hier und da. Und genau das werde ich tun. Weil, ich sag's jetzt zum 100. Mal, aber das ist mein Mantra. Ich habe kein Geld zu verschenken. Das gilt auch für dieses Unternehmen. Und deswegen machen wir das genauso. Oh, welche Riesenüberraschung. Er kann ins OS booten. Das sollte keine Überraschung sein, weil ich einfach der Beste bin. Grafikkarten-Upgrade erledigt. Wir starten das Ding und dann kann ich nochmal 3D-Mark laufen lassen. Ich liebe es. Das ist mit Abstand das, was in diesem Spiel am meisten Spaß macht. Ist 3D-Mark laufen zu lassen. Ich brauche ganz dringend diesen zweiten Arbeitstisch, weil ich könnte so viele andere Dinge machen, während das Ding jetzt gleich 3D-Mark durchlaufen lässt, bin ich ganz ehrlich. Weil das dauert halt jedes Mal. Ja, mach es auf. Das dauert halt jedes Mal wirklich 3 Minuten, in denen ich nichts anderes machen kann. Und wir kriegen knapp. Ich weiß gar nicht, was. Das sind 9 Frames, das sind flackernde 9 Frames, so zwischen 9 und 8. Hey, es ist eine Dia-Show, die ich mir jetzt 3 Minuten geben kann. Mein Gott. So, ein weiterer erledigter Auftrag zur voller Zufriedenheit des Kunden. Jetzt fehlt noch der Typ mit dem. Genau, jetzt fehlt noch der Typ mit dem Prozessor-Issue. Ich hoffe, das ist es dann auch, weil aktuell steht da immer noch Diagnose Problem. Obwohl wir ja wissen, dass der Prozessor kaputt ist. Ich hoffe, das zählt und dass nicht noch irgendwas kaputt ist. Das wäre uncool. So, das ist der Ryzen. Dann machen wir den da rein. Dann, das darf ich niemals vergessen. Irgendwann werde ich es vergessen. Dann machen wir das drauf. Machen das Ding. Ich habe gesagt, machen das Ding wieder. Das. Hi. Ich kann das Ding nicht da. Hä? Ich kann es. Ach so. Weil der Sockel nicht zu ist. Ich dachte, das macht davon alleine, aber anscheinend nicht. Ich dachte gerade, ich hätte es kaputt gemacht. Es ist so schön, wenn du einfach 3 Schachteln hier stehen hast und weißt, ja, das habe ich gemacht. Ich habe diesen Rechner ein neues Leben eingehaucht. Okay, collect discard. Dann collect discard. Komme ich hier mit mehr Geld raus, als ich reingesteckt habe? Bitte sagt ja, collect discard. Ganz knapp. 300 mehr. Ich könnte jetzt die zweite Workbench bauen. Aber dann habe ich noch 100 übrig. Darauf habe ich ehrlich gesagt keine Lust. Neue Parts. Eine GTX 79. Yay. Und dann wollen die ein neues Netzteil und eine neue CPU. Für 285, das wird aber eng. Das wird aber eng. Geht das überhaupt? Weil er schreibt natürlich wieder nicht, was es ist. Deswegen kann ich nicht vorher rechnen, wie viel es mich kostet. Also, und da habe ich Upgrade CPU. 8 GB RAM. Okay. Dann, das kann raus. Upgrade mein PC. Der hier will einen 3D-Max-Score von 2197. Die Leute haben mir gesagt, ich soll sowas auf gar keinen Fall annehmen. Weil das ist einfach nur pures Rumprobieren, bis du diesen Score kriegst oder halt was Höheres. Deswegen, also alles, was mir gesagt wurde, ist, das Spiel ist super toll, aber diese Aufträge sind absolut furchtbar und nervig, deswegen rejecte ich das. Das werde ich nicht machen. Weil das ist auch alles, was die Leute auf Steam schreiben, was das Negative an dem Spiel ist, nicht genau diese Aufträge. Eine neue Grafikkarte. 13 Tage habe ich dafür Zeit. Okay, was ist daran so schwer? Ich habe 13 Tage dafür Zeit. Das ist ja easy peasy, das nehme ich an. Und dann, ja, von mir aus noch das hier. Okay, zuallererst der Rechner mit der Zeitbeschränkung. Weil ich will das schon rechtzeitig machen, sonst wird der Kunde wütend. Was will der? Eine neue Grafikkarte. Was war denn drin? Eine GTX 79. Warum sind es immer GTX 79, die kaputt gehen? Das ist ja unglaublich. Hier. Hier. Boom. Und lass mich raten, sie ist als broken angeschrieben. Wo ist es? Hier. Genau, sie ist broken. Ich hätte noch eine 69. Kann ich das. Krieg ich das durch? Nee, das lässt er mich nicht. Nee, warte, ich stecke sie an, das lässt er mich nicht, oder? Oder ist es doch so einfach?
Doch. Okay, ich musste gar keine neue kaufen. Ich habe quasi... Kannst du meine Grafikkarte austauschen? Ja klar, die hier ist halt nochmal langsamer. Okay, das Zeug, was ich im Inventar habe, bringt mir tatsächlich ab und zu noch was. Das ist ja voll nice. Okay, das ist geil. Damit habe ich ehrlich gesagt nicht gerechnet. Ich dachte nicht, dass der Auftrag so schnell erledigt ist. Aber er ist so schnell erledigt. Ja, leave by door. Ich habe seine Grafikkarte quasi gedowngradet. Einfach, weil ich noch eine übrig... Hatten wir nicht einen Rechner mehr? Nee, ich hatte nur zwei angenommen, genau. Der will 9 Prozessor und 8 GB RAM. Die Frage ist wie immer, was hat my man in seinem Case? Und es ist schon wieder zweimal dasselbe Gehäuse. Ich glaube, das ist ein sehr beliebtes Gehäuse. Was ist hier drin? Ein i5 6500. Okay, er will ein Upgrade. Das heißt, ich nehme das Ding mal raus. Und dann will er noch 8 GB RAM. Hier sind aktuell nur 2 GB drin. Warte mal, habe ich nicht noch irgendwo... Kriege ich nicht die 8 GB irgendwo zusammen? Nein, das sind nur 6. Ist egal, ich kann die auch schon mal reinschieben. Ich meine, im Spiel ist es egal, wie viele Riegel drin stecken oder ob die irgendwie zusammenpassen. Deswegen, Maus, hallo? Deswegen, jetzt aktuell haben wir 6 GB, das heißt, ich muss noch irgendwo 2 GB auftreiben. Und dann ist das hier auch schon widerlich. Es ist so schön. Es ist so schön. Pass auf, dann ein neuer Prozessor. Okay, pass auf, der Typ hat einen i5 6500, das heißt, ich kaufe einfach das nächst bessere. Weil die Rede ist ja von Upgrade, nicht von Replace. Und dann immer noch muss ich noch billigsten 2 GB auftreiben, die ich auftreiben kann. Ja, komm, warum nicht? Warum nicht? Und dann machen wir Next Day Delivery. Ich hoffe, das mit dem RAM funktioniert so wie gedacht. Weil ich mische jetzt hier einfach irgendwelche Marken durch, was man in echt ja eigentlich nicht machen sollte. Also es ist nicht garantiert, dass es Probleme gibt, aber es kann Probleme geben, wenn du halt irgendwie die Hersteller durchwechselst. Oder halt unterschiedliche Hersteller benutzt. Aber dem Spiel ist das absolut egal, deswegen werde ich das ausnutzen, wo es nur geht. Pass auf, geht das? Sag mir, das geht. Es sind 8 GB technisch gesehen. Ja. Es sind 8 GB von jeweils 3 verschiedenen Firmen in 3 verschiedenen Ausführungen. Es ist... Okay, ich meine, warum nicht? Und dann der Prozessor ist... Das ist der, den er hatte. Machen wir den da rein. Genau, das zählt schon als Upgrade. Perfekt, ist das... Nee, ist es nicht, siehst du? So, zu. Perfekt, dann den Bügel runter, alles gut. Dann das oben drauf, das ganze Ding wieder, den Kühler oben drüber, das ganze Ding wieder zumachen. Dann, ich muss dann 3D-Markt laufen lassen. Ich habe gerade gedacht, aber nein, ich habe wieder 3 Minuten Leerlauf. Dieses 3D, Mann, warum musstest du, es ist ja schön, dass du 3D-Markt einbaust, finde ich wirklich geil. Aber da machst du wenigstens so, dass das kein echter Durchlauf ist. Tut mir auch wenigstens den Gefallen. Oh, das hier ist noch nie passiert. Ich wusste gar nicht, dass das im Spiel ist. Ich habe gerade ganz normal 3D-Markt laufen lassen. Und dann habe ich einen Bluescreen gekriegt. Also nicht hier, sonst würdet ihr das Video nicht sehen, weil die Datei kaputt wäre. Nein, sondern in-game. Und zwar ein Clock Watchdog Timeout. Ich wusste nicht mal, dass die Bluescreens ins Spiel integriert haben. Okay, wenn die Probleme weitergehen, sollte man gucken, was man zuletzt installiert hat. Und dann vielleicht das entfernen. Ist es der RAM? Vielleicht denkt das Spiel doch mit beim RAM. Und weil ich jetzt verschiedene Hersteller und alles gemixt habe, ist quasi... Der Rechner instabil. Denkt das Spiel wirklich so weit? Ich lasse es jetzt nochmal laufen. Und wenn es durchläuft, ist gut. Wenn nicht, dann auch blöd gelaufen. Aber was? Wir haben Bluescreens in-game. Das ist einerseits extrem cool. Andererseits doof, weil ich glaube, dass es der RAM ist und dass mein Trick mit wir mixen einfach alles, was geht, nicht funktioniert. Wäre jetzt doof. Ja, es ist definitiv irgendwas mit diesem Rechner falsch, was ich hervorgerufen habe. Das ist ja geil. Okay, ich tippe einfach mal darauf, dass es der RAM ist. Dass es einfach nicht so funktioniert, wie ich denke, dass es funktioniert, dass man das mischen kann, wie man will. Das heißt, meine legendäre Idee, dass ich einfach alles hier reinschieben kann, was ich noch im Inventar habe, funktioniert nicht so wie gedacht. Das ist ja geil. Okay, wenn das Spiel wirklich so weit mitdenkt, dann ist das ziemlich nice. Was habe ich aktuell? 4 GB. Wenn ich das hier nochmal kaufen könnte, TFast Dark Silver 4 GB, dann hätten wir zweimal die gleichen Riegel. Und dann würde das im Idealfall funktionieren, wenn es überhaupt das ist. Ich habe jetzt mal im Internet gegoogelt nach genau diesem Fehler, nämlich Clock Watchdog Timeout. Und das ist wirklich ein echter Fehler. Und weist auf Probleme mit der Hardware und insbesondere der CPU hin. Es kann aber auch alles andere sein. Es können auch fehlerhafte Treiber und Softwarekonflikte sein. Ich weiß nicht, ob das Spiel so weit denkt.
Aber irgendwas stimmt mit dem Prozessor nicht. Ist es die Kühlung? Es könnte die Kühlung sein. Soll ich einen besseren Kühler kaufen? Komm, ich kaufe einen besseren Kühler. Keine Ahnung. Der hier, der sieht cool aus. Der sieht aus, als kann er was handeln. Oder der hier. Rajintec Thermis Evo. Keine Ahnung. Der sieht aus, als könnte er was handeln. Komm. Warum nicht? Dann kann ich schon wieder einen Tag warten. Das ist... Ich bin gerade leicht... Und hier muss der andere Job fertig sein. Okay, ich bin gerade leicht angenervt, dass das im Spiel ist. Weil es ist halt genauso nervig wie im Real Life. Und jetzt muss ich die Rent zahlen, nice. Es ist halt genauso nervig wie im Real Life, weil du nicht genau weißt, was es ist. Aber gleichzeitig ist es extrem cool, dass das in-game ist. Ich will mich nicht zu weit aus dem Fenster lehnen, aber das hier ist ein gutes Zeichen, weil so weit ist er noch nie gekommen. Okay, es war anscheinend ein Kühlerproblem. Dass ich gerade nur dadurch behoben habe, dass ich quasi alles andere ausgeschlossen habe und auch noch im Internet nachgeguckt habe. Aber hey, das ist auch realistisch, weil, ganz ehrlich, das Erste, was du machst, wenn du einen Bluescreen siehst, ist, also das mache ich zumindest, ist, ich gehe ins Internet. In 100% aller Fälle. Okay, es hat tatsächlich funktioniert. Der Rechner ist jetzt, dem geht's gut. Es war ein Kühlerproblem. Das ist... Ich habe gerade einen virtuellen Rechner von einem Problem befreit, wo ich nicht mal genau wusste, was das war. Und es hat sich mindestens genauso cool angefühlt wie im Real Life. Das musst du erstmal machen. Das Spiel ist gerade so viel cooler geworden, dadurch, dass sie einen Bluescreen integriert haben. Das ist der beste Bluescreen, den ich jemals hatte. Der beste virtuelle Bluescreen, den ich jemals hatte. So, Collect und Discard. Und ich habe aufgelevelt. Perfekt, was haben wir jetzt? Es gibt... LED-Fans, okay. RX-47er oder 470er. Ein Quick-Screw-Tool. Okay, dann gibt's NZXT S340 und Intel Kaby Lake Motherboards. Okay, was will der hier? Das, okay, das ist ein ewig langes Essay. Kumpel, was willst du von mir? Der will einen Intel Core i5-6400 und 8 Gigabyte. Das könnte ich annehmen. Warum nicht? Und der ist ein... Ein berühmter Autor, das ist cool. Und der hier will neue CPU, 4 Gramm und einmal 3D Mark. Dann mach ich mal die beiden. Das ist so klassisches Upgrade Work. Und das hier ist Netzteil und Prozessor für 285. Nee. Ich glaube nicht, dass das das ist, was ich wirklich machen will. Das kriege ich mal raus. Ich glaube, da kommt nicht allzu viel raus. 4 Gramm. Und das hier muss auch durch 3D Mark durchlaufen. Und ich habe 5 Tage Zeit dafür. Guck dir an, wie sie hier stehen. 3 weitere Patienten, die auf einen Arzt warten. Aber der Arzt ist für heute raus. Denn das war's für dieses Mal hier bei PC Building Simulator. Seit ich weiß, dass sie Bluescreens ins Spiel integriert haben, die echte Fehlercodes haben und wirklich Ursachen haben, die man wirklich beheben kann durch Ausschlussprinzip. Es ist so extrem cool. Ich, wirklich, für jemanden, der... keine Ahnung hat, was ein Bluescreen ist oder noch nie einen gesehen hat oder das noch nie selber fixen musste, der weiß gar nicht, wie cool das eigentlich ist, dass das Ingame ist. Aber glaub mir, wenn jemand keine Ahnung hat, es ist ziemlich cool, dass das Ingame ist und dass man es wirklich durch das klassische Ausschlussprinzip quasi wie in echt lösen kann. Das ist voll nice. Wie immer, vielen Dank fürs Zusehen. Wenn es euch gefallen hat, habt ihr Erlaubnis, den Like-Button aufs Maul zu hauen und wir sehen uns im nächsten Video von mir. Bis dahin, macht's gut und ciao. Kumpel, nur dass wir uns verstanden haben, ne? Ich liebe Bluescreens, aber nur in diesem Spiel. Du, wenn du einmal Bluescreens, ne? Ich hab dich vor kurzem neu aufgesetzt. Wenn du Bluescreens, ich schwör.